So, da sind wir wieder. Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungs dem Himmel. Im Landslide Cave. Ich will mal Landslide Cave sagen. Ja. Wir warten ja gerade darauf, dass Zwirfinst das Richtige tut. Könnte man sagen. Und deshalb habe ich mir gesagt, können wir diesen Dungeon einfach mal erkunden. Ich kenne ihn selbst ja auch nicht. Und schon wieder Agilität. Gut. Ich muss zugeben, ich könnte die Agilität mal ausstellen, aber... Ach, kommt. Ich stelle die jetzt mal aus. So. Einmal Nerven weniger. Und ich glaube, hier sind nur Sackgassen, oder? Warte mal. Ja, Kreisgang, dachte ich mir eigentlich schon. Hidden Power, oh. Ich muss sagen, ich weiß nicht genau, wie Geheimpower und Kraftreserve hier funktionieren. Ich meine, es war vom Dungeon abhängig. Aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Hidden Power, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das Kraftreserve oder eben Geheimpower ist. Tatsache ist, wir treffen erstmal nicht. Jetzt treffen wir. Sinelbeere wird mitgenommen. Treppe wird mitgenommen. Stoppuhr wird angestellt. Oh, ja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist einer dieser Dungeons, wo man... Froschemals, Entschuldigung. Das ist einer dieser Dungeons, wo man am Ende einfach mal ein paar Boxen kriegt. Swap. Und Swap. Ja. So. Jetzt gibt es hier ein Warpfeld und damit ist der Dungeon beendet. Wunderbar. Hat uns jetzt nichts gebracht, außer ein paar Items. Gut, aber hey, warum nicht? Die können ja auch nützlich sein. Ja. Und wieder ein Dialog, den ich diesmal hoffentlich nicht überspringe. Natürlich überspringe ich ihn. Was denkt ihr denn, ne? Ja, was passiert wohl gerade mit Tobuz und seinen Freunden? Kämpfen sie in diesem Moment gegen Reptane? Ja, das gleiche nochmal wie im Grunde schon in der letzten Nacht. Ja, und ein Pokémon, das aus der Zukunft kommt, wie ist sowas überhaupt möglich? Bla bla, unwichtige Nebeninformation, das frisst mir nur Zeit. Ja, besser schlafen gehen, sehe ich auch so, weil erstens endet der Dialog, zweitens, ich komme zum nächsten Tag. Ist immer ein guter Anfang. Aufgestanden und ab dafür, es ist morgen, sehe ich auch so. Dir auch einen guten Morgen, speichern, nein. Tja. Oh! Ihr seht vielleicht gerade, da ist eine Lücke in den Reihen. Dicta ist nicht da. Ja, was Reptane angeht, wir haben immer noch keine Ahnung. Also einfach zurück zur normalen Arbeit. Oder auf die Sirene hören, geht auch. Ja, Magnetilo ist hier. Nachricht von Officer Magnesone. Gargoyle? Ja, Reptane, Entschuldigung. Wurde gefangen. Der Plan war erfolgreich. Und es war nicht unser Verdienst. Die Welt wurde gerettet, ohne dass wir etwas dazu getan haben. Endlich tut das mal jemand anders. Ja. tut mir leid. Ja, Reptane und Zwirfins werden in die Zukunft zurückkehren. Haben sie sich alle erschrocken. Und deshalb sollen wir jetzt alle mal zum Stadtplatz kommen. Zum Marktplatz, was auch immer. So. Da sind sie alle. Ja, er sieht Zwirfinst irgendwo. Und was ist das denn? Ein dimensionales Loch. Mit anderen Worten, damit will er die Zeitreise antreten. Sobald du es berührst, wirst du reingezogen. Dicta, verschwinde davon lieber. ja, selbe Vesper Tobuz. Freu, Wiedersehen. Alle sicher. Ja, hat alles gut geklappt, ne? Dann, wunderbar. Die Welt ist gerettet, wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen und da kommen sie. Zwirfinst und, seine Gehilfen. Zubiris. Eigentlich auch ein tolles Pokémon. Und das ist Reptane, ja, wir kennen ihn ja bereits. Sieht echt wie ein übler Typ aus. Ja, schön, dass sie ihn endlich gefangen haben.
Ja, die Welt ist wieder sicher. Also, ja, wir haben gute Neuigkeiten. Wir haben Reptilien gefangen. Ja, das habe ich jetzt auch schon bemerkt, Zierfinst. Machst du auch schon auf Captain Obvious? Ja, was soll's. Ja, schön, dass ich alle mitgearbeitet habe. Er kann uns nicht, also, dass wir alle mitgearbeitet haben. Er kann uns nicht genug danken. Ja, wie man sieht, er ist echt ein böses Pokémon, dieser Reptane. Ja, da er wieder gefangen wurde, sollte das den Frieden bringen. Und ja, er ist geknebelt. Muzzled heißt offenbar geknebelt, okay. Er kann nichts sagen. Ja, und dann hören wir ihm eben nicht zu. Ja, er muss ja auch schlechte Neuigkeiten überbringen. Er wird wieder in die Zukunft zurückkehren. Ach komm schon, warum seid ihr so traurig? Ja, und die drei, also Selfie, Vesper, Turbo, sollen halt die Zahnräder der Zeit an ihre angestammten Plätze zurückbringen. Mit anderen Worten, in den Wald, wo wir Reptane gesehen haben, das eins geklaut hat. In diese Höhle, wo wir gesehen haben, das eins geklaut hat. Und jeder nimmt eins mit zu seinem See. Wobei ich mich gerade mal frage, ist es egal, welches Zahnrad der Zeit man wohin bringt? Ach, was soll's. Ja. Ja, alle, der Abschied schmerzt, aber auf Wiedersehen. Ach ja. Er möchte nochmal zwei Pokémon sehen, bevor er geht. Das sind Nils und Pelli. Juhu. Wir sind es. Ja, danke für alles, was du getan hast. Wirklich, danke. Nun, das ist der Abschied. Oder nicht? Es ist zu früh, um sich zu verabschieden. Ihr zwei, kommt mit mir. Okay. Und weg. Ja, was war das, ne? Ich würde mal sagen, wow, sieht irgendwie geil aus. Naja. Weg sind wir. Speichern. Ach komm. Kann ich auch mal wieder machen. Ich meine, sobald das Spiel mal abstürzen sollte, weil mein Emulator zusammenbricht oder so, müsste ich vom letzten Speicherpunkt aus starten. Oder vom letzten Save State. Bei beidem hätte ich keine Lust. Und ja, Kapitel 14 in der Zukunft. Wir haben nicht gesehen, diesmal gab es kein Hintergrundbild. Auch mal was Neues, ne? Ja, was ist los? Wir werden wieder ohnmächtig. Schon wieder? Ach komm schon, Riolu, das hatten wir schon. Und diese Landschaft. Dieser Himmel. Einfach mal die Atmosphäre fühlen, deswegen halte ich mal kurz die Klappe. Entschuldigung, dass ich euch warten ließ, Meister Dialga. Keine Ahnung, wie ich das übersetzen muss. Es war schwieriger, als ich dachte. Entschuldigung. Aber ich war erfolgreich. Ich habe ihn zurückgebracht. Ja, ich weiß. Ich verstehe völlig, was getan werden muss. Die versuchen, die Geschichte zu ändern, müssen aus der Geschichte getilgt werden. Ja, ich werde die Exekution selbst, nee, direkt vornehmen. Ja. Ich verstehe. Wie ihr wünscht. Ja, ich übernehme das. Ja, das war wohl Dialga, nach dem, was er gesagt hat. Das dürften die meisten von euch wohl kennen. Wenn nicht, dann eben nicht. Wir lernen es ja schon bestimmt noch mal kennen, ne? Ich meine, den Umriss habt ihr gesehen und ja, für die, die es kennen, was vermutlich die meisten sind, Dialga sah ein bisschen komisch aus, oder? Ich würde sogar eigentlich unterstellen, dass jeder von euch Dialga kennt. Ja, das hier ist ein Gefängnis. Ich habe gerade schon wieder einen Satz übersprungen, ne? Egal. Ja, er hat versucht, die Türen zu öffnen, aber natürlich sind sie zu. Scheint kein Weg hier raus zu sein. Wir sind eingesperrt. Ja, und alles sieht sehr grau aus. Nette Höhle oder sowas. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Stelle hier, wo man einfach mal in so einem
Ding festsitzt, also in so einem Raum mit geschlossener Tür, erinnerte mich immer an The Legend of Zelda Twilight Princess, wo man als Wolf das erste Mal auch irgendwo plötzlich im Gefängnis feststeckt und man nicht wusste, was man tun muss. Man konnte nur ein bisschen umherrennen. Gut, hier kann man mehr machen, man kann die Tür ansprechen. Wir versuchen, die Tür aufzukriegen, aber sie ist zu. Ja. Ich weiß. Hat dich ganz lustig gemacht, dass die es hier auch gemacht haben. Ja, wie sind wir hierher gekommen? Ja, Zwirfens hat uns gepackt und uns in dieses Loch gezogen. Ja, also ist das hier die Zukunft? Klingt logisch und sieht echt scheiße aus. Ja, ich kann es nicht glauben. Das ist die Zukunft? Wo sind wir hier? Und ich habe sogar die Befürchtung, dass dieser Part schon wieder nur aus Cutscenes bestehen wird. Ach, verdammt. Ja, dieser ganze Raum ist so gebaut. Also sowas hat man noch nie vorher gesehen, ne? Warum? Sieht einfach aus wie eine Höhle mit Türen. Ja. Also das ist vielleicht echt die Zukunft und der wird schon völlig panisch, warum auch immer. Wenn es doch nur die Zukunft ist, dann passiert dir doch erstmal nichts, oder? Und da. Zubiris. Zwirfens, genau. Erstmal 4 Zwirfens vor allem, da würde ich mir Sorgen machen. Sie sind aufgewacht. Los. Ja, lass uns das schnell hinter uns bringen. Was auch immer, ne? Ah, erstmal halt ein Zwiebelsack über den Kopf, stinkt schön. Ja. Die nehmen uns erstmal mit, ne? Ja, man sieht nichts. Das hat sich so an sich, wenn man die Augen verbunden kriegt oder so einen Zwiebelsack über den Kopf gestülpt kriegt, ne? Ja, wir sind da. So. Morgen. Ja, wo ist das hier? Also, wo sind wir praktisch, ne? Die haben dich an einen Pfahl gebunden. Star Wars Episode 2? Oh Mann, so viele Parallelen zu anderen Spielen, Filmen, was auch immer. Naja, viele, es waren jetzt 2 Stück. Egal. Ignoriert, dass ich das gesagt habe. Ja, was passiert hier? Da sind wir. Morgen. Ja, schön, gut, dass ich dich sehen kann. Ja, das ist überhaupt erstmal ein Wunder. Du bist okay? Ja, doch keine Ahnung, was hier los ist. Ihr könnt es euch noch leisten, ruhig zu bleiben. Ja, da ist noch eine Stimme. Captain, alter Junge, da bist du ja. Ja, habt ihr irgendeine Ahnung, was hier passiert? Nein. Die wollen uns umbringen. Ja, sie wollen uns loswerden. Get rid of us. Entschuldigung. Ja, es ist verständlich, warum sie dich loswerden wollen, aber warum uns? Wir haben nichts Falsches getan. Irgendwas müsst ihr ja getan haben, dass sie euch loswerden wollen. Ja, wir sind nicht wie du, ne? Ja, I don't care! Ja, ihr verschwendet nur Zeit. Bla bla, hier kommen sie. Besser? Ja, Zubiris. Und das sieht echt so ein bisschen aus wie Star Wars Episode 2, wo die erstmal an ihren 3 Pfählen da hängen. Nur dass Obi-Wan, Anakin und Padme nicht so extrem gefesselt waren. Ja, der große Zwirfinst. Da ist er ja. Die 3 wurden an die Stämme gebunden oder an die Säulen oder was auch immer. Gut. Ja, ich bin's. Gut. Sapply, das müssten dann die Zubiris sein. Diese 3, wir müssen sie loswerden. Pay them no heed. Schenkt ihnen keine Aufmerksamkeit. Macht euch bereit. Ja, ja, warte mal eine Sekunde oder eine Minute. Was ist los? Was passiert hier falsch oder so? Ja, ja, spart euch euren Atem. Sprecht leise. Ja. Wir haben doch bestimmt noch einen Plan, um hier rauszukommen, oder? Ja, möchtet ihr... Hä?
Also, möchtet ihr lieber von denen da platt gemacht werden? Also, du da, ja, anwesend. Hast du irgendeine Idee? Eine Idee, ja, was können wir machen? Wir können ein Item einsetzen, eine Attacke einsetzen oder diesen normalen Standardangriff machen. Also, ich bin dafür. Ach komm, wir sind zu dritt, die sind zu fünft. Wir haben bereits eine Horde von Dingens platt gemacht hier, Voltenso und Frisselblitz. Und ach, die kriegen wir klein. Eine Attacke? Keine gute Idee. Wir können uns hier nicht bewegen. Das wird nicht funktionieren. Das ist eine bessere Idee. More basic. Ja gut, dann nehmen wir den Basisangriff. Ja, bei Item sagt er das gleiche. Kann ich schon mal sagen, ich habe alles drei ausprobiert. Damals, bei meinem ersten Durchspielen. Ein normaler Angriff? Das wird doch wohl nicht helfen. Ja, los geht's. Das finde ich auch, sieht immer so ein bisschen aus wie Klauenwetzer. Also gibt es zwar erst seit der fünften Generation, also damals gab es das noch nicht, aber trotzdem. Ich weiß nicht warum. Könnte sogar passen. Ja, behaltet sie bis zuletzt im Auge. Vor allen Dingen Reptane. Ja. Ja, also um es mal kurz zu machen, diese Zubiris schlagen mit ihren Klauen zu. Ja, Kratzfurie, wenn man so will. Lernt das auf Level 5 oder so, frag mich nicht. Und das wird uns halt eine Möglichkeit. Ja, da steht es, glaube ich, auch Kratzfurie, Fury Swipes, müsste es sein. Es wird uns eine Chance geben zu fliehen, weil wenn sie halt auf uns einschlagen, werden sie vor allen Dingen auch die Seile dabei leicht anschlitzen. Und ja, dann raus mit uns. Ach ja, und wenn ihr was schief geht, also wenn die Seile nicht zerschnitten werden oder sie was anderes als Kratzfurie einsetzen, dann sind wir im Arsch. Aber das sieht nach Kratzfurie aus. Ja, aushalten. Da ist ein Loch im Seil, da ist ein Loch im Seil. Und da ist ein Riss im Seil. Und Angriff. Ja, was ist das? Nehmt das! Ja, es ist nur ein Strahlorb. Der Effekt wird bald verschwinden. Ich verstehe nicht ganz. Ein Strahlorb bewirkt bei mir, dass ich die ganze Karte sehen kann. Also, die Karte eben aufgedeckt habe. Ich verstehe nicht, warum er hier jetzt. Ich meine, es macht mehr Sinn, so dass alles geblendet ist, aber trotzdem. Also, nix wie los. Ja, so viel zu dem Thema. Ich habe Dreck im Mund. Ja. Schrei es noch lauter raus, dann hören sie es und kommen zurück, ja. So, Reptane kann also Schaufler. Kann er tatsächlich. Ich überlege gerade, die Reptane kann halt auch vier Attacken, so wie jedes Pokémon. Ich weiß, dass eine Ruckzuck-Hieb ist, eine Schaufler und eine, meine ich, Laubklinge. Ich habe keine Ahnung, welches jetzt die vierte ist. Aber gut. Eigentlich ist es doch mal ganz nett, so zu wissen, speichern. Ah, nee. Muss jetzt nicht sein, war nur eine endlose Cutscene. Ja. Run. Einfach laufen. Ja, Reptane. Ist das hier die Zukunft? Jo, so ist es. Also für Reptane ist es wahrscheinlich eher die Gegenwart und er war halt in der Vergangenheit, aber egal. Du kapierst es aber schnell. Ja. Werden wir in unsere Welt zurückkehren können? Wer weiß. Wir müssen einfach erstmal nur laufen. Wenn wir wieder eingefangen werden, dann ist das nach Hause zurückkehren das Letzte, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Also schneller. Ja, er ist völlig fertig. Ja, da vorne ist der Ausgang. Also weiterlaufen. Ja, wir sind draußen. Soweit so gut. Wir sind aus der Festung, oder was auch immer das war, raus. Ich bin mir sogar gerade ziemlich sicher, wo genau wir da sind, aber das wäre jetzt ein kleiner Spoiler, deswegen sage ich es mal nicht. Ist das unsere Welt in der Zukunft? Die Steine fliegen und das ist wirklich ein stranger Ort. Dunkel, kein Wind bläst, kommt euch das bekannt vor? als wenn alle Bewegungen angehalten hätte.
Stimmt. Und da kommen die zu Biris, also weiterlaufen. Ja, alle Bewegung hat angehalten, es bläst kein Wind, es ist übelst dunkel. Kommt euch das nicht bekannt vor? Ja, Nils ist völlig fertig. Wir haben keine Zeit anzuhalten, sonst fangen die uns ein. Wir sind fertig. Oder wir werden fertig gemacht. Ja, also weiterlaufen. Ja, leicht für ihn zu sagen, er ist es gleich schon gewohnt. Legen wir eine Pause ein. So. Ein natürlicher Alkoven, ich habe keine Ahnung. Ja, sollte uns vor den Blicken schützen. Nachdem wir uns ein bisschen erholt haben, sollten wir weiterrennen. Ja, wir sind von diesem Ort da abgehauen und haben dabei mit dir zusammengearbeitet. Warum sollten wir das weiter tun? Ich meine, ja genau, du bist ein böses Pokémon. Man kann dir nicht trauen. Also, ich bin der Böse. Und Zwirfins ist der Gute, ja? Dann erklär mir bitte, wie Zwirfins sich gerade verhalten hat. Also, für mich schien er euch loswerden zu wollen. Und der Part ist vorbei. Ja, aber heißt das, ich soll dir vertrauen? Ich habe keine Lust, wieder zu überziehen, also das entscheiden wir beim nächsten Mal. Ja, tut mir leid, mit dem Gespräch höre ich selbst nicht gerne auf, aber ich will jetzt nicht wieder so überziehen, das mache ich zu oft. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!